Ein recht herzliches Willkommen zurück zu GTA 4 Part 74. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zugeschaltet habt und ich bin schon wieder trotzdem zu der Stelle zurückgelaufen, so damit auch die andere Mission, die ich vorher verkackt habe im letzten Part, wieder schön nahtlos weitergehen kann. Damit wir hier nicht so viel Zeit verschwenden, oder? Das sehe ich doch auch so. Also. Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. Alright? Sure. Jupp, ich steige in den Wagen. Und dann warte ich auf diesen Assi. Und dann hoffe ich, dass ich mich ein bisschen besser konzentrieren kann diesmal. Oh Mann. Hey John! So, diesmal ist hier ein bisschen Concentration angesagt, Alter. So viele Leute. Jetzt mal Ernst, die kamen ja nun wirklich alle aus allen Ecken und Richtungen. War voll zum Kotzen. War nicht einfach, also. Aber. Boah, fahr doch mal da vorne, du Rossi, ey. Ja, fick dich, Mann, Alter. Dann soll er mal fahren, Mann. Ja, was ist denn jetzt hier? Fahr doch mal los, hallo. Achso, hier rote Ampel. Fahr jetzt, Mann. Scheiß doch auf die Ampel. Alter, meine Fresse. Ich steck hier außen heul ihn aus dem Maul, ey. Das kann nicht sein. Und die bei GTA, ey. Why is this road closed? Is there a problem? Another roadblock? This definitely wasn't mentioned on the traffic report. I'm gonna go and move the barriers. Ja, jetzt erschießt er ihn wieder und dann haben wir wieder 100 Millionen Leute am Arsch. Come on, Mr. Jefferson! Aber er hat voll sogar die Hände gehoben, ja? Also. Zing hat er. Alter, alle meine Arzten erstmal umgelegt. So, diesmal weiß ich aber, dass der da nicht diesmal zu mir gehört, also. Erschieße ich ihn gleich. Gehe und erledige die Angreifer. Okay, alles klar. Also, ich soll das hier wirklich machen. Ey, das ist ja echt zum Kotzen. Man muss hier wirklich alles erledigen, was hier rumsteht. So, tot. Ich werde auf. Oh, Mann. Wie? Das war doch einer von denen? Ich hab den voll. Ich hab den voll laufen gelassen, weil ich dachte, das wäre ein Zivilist, ey. Unglaublich, ey. Also am besten alles umknallen, was einem hier vor die Linse kommt, im Ernst. So, den haben wir. So, da hinten steht auch noch einer um die Ecke. Komm mal raus, mein Freund. So. Das war Atze von mir. Oh! Lol, das sind wieder. Ey! Meine Fresse, auf einmal kommen da wieder 1 Million Leute. What the fuck, ey? Alter, ist hier was los, ey? What? Na komm schon, Alter. Jungs. Ohne sowas hier. So, den haben wir. Na komm raus da, du Vogel, Mann. Sowas nun nicht, ihr meint. Naja, doch, so was ihr meint. Genau so. So, Atze Puffpeng da oben will auch noch sterben. Alter, hier rennen ganz schön viele Zwillinge rum. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ey. Da steht noch einer rum, den müssen wir nämlich auch noch erledigen. So, okay. Moment. Moment. Achso, ich glaube, das bringt gar nichts. Liegt wahrscheinlich auch keine Weste oder sonst irgendwas. Wollen wir hier mal gucken? Ach, guck mal in der Show, man kann auch hier lang laufen. Ich glaube, wir laufen lieber hier lang. Versuchen es einfach mal. Ich guck mal kurz die Karte. Vielleicht kann man ja hier irgendwie das so super abkürzen, aber. Nee, alles klar, hat sich gerade erledigt. Wieder zurück, zurück, zurück. Atze, komm zurück, bitte. Komm diesmal zurück, bitte. Komm doch mal diesmal bitte zurück. Nein! Oh, jetzt habe ich meine eigene Arzt. Oh, aua! Alter! Fuck! Also, die schießen zum Glück noch auf mich. Ja, was heißt zum Glück? Ey, Alter! Kannst du dich mal verpissen, du Blödmann? Ey, Junge, Junge, Junge!
rennt er mir ungefähr 10.000 mal voll die Latrische. Er macht es mir nicht einfach, Alter. Voll im Ernst. Boah, Alter, das... Boah, wir haben kein Leben mehr. Ey, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall in das Auto rein und hoffen, dass wir das schaffen. Ey, halt bloß dein dreckiges, scheiß, verdammtes Italiener-Maul oder keine Ahnung, was du bist, Alter. Weil das kann gar nicht sein, Alter, dass du wie so ein Vollpfosten dauernd vor meiner Linse rennst und ich dann wahrscheinlich deswegen wieder die Mission verkacke. Blöd, Mann. Oh. Ey, wie ich mich darüber aufregen kann, ey, unglaublich. Wieso so voll so, voll softe, so läuft er so, oh, oh, alles ganz normal, so läuft er auf einen zu, ey, es geht ja gar nicht. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, ey. So, okay, dann werden wir aber trotzdem machen, eine Mission machen können. Finde ich ja cool. So, hier steigen wir aus, Atze, Alter, hier, Sicherheit. Komm mit. Super. Oh, ey, wir haben es jetzt nicht geschafft. Some immigrants have the best interest of the country in their hearts. I'll tell John, you bloß Fresse halten. Bloß Fresse halten. Verpiss dich bloß, Alter. Hässlicher Vogel, ey. Unglaublich. Na gut, wenigstens gab es 12.000. Okay, dann müssen wir uns aber auf jeden Fall jetzt hier wieder erstmal ein bisschen, weil wir sind fast tot und so. Mr. Rovelli, I took that friend of yours to City Hall. He should be giving a speech any minute. You did good. Heard you had some trouble along the way. You can always rely on those Russians to try something. How are we supposed to compete with these immigrant criminals when they want it so bad? You're working with me, aren't you, Mr. Rovelli? See you later. Ja, super, okay, alles klar, also mir egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen und danach nochmal zum Waffenshop, damit wir uns eine Weste kaufen können. Irgendwo kriegst du ja immer eine Weste geschenkt hier, ich glaube bei dem Auftragskiller, aber das ist mir jetzt auch zu blöd, also da gebe ich lieber die 500 aus. Oh Mann, Gott. Hey, Taxi! Ah, nee, das ist Jeffrey. Jeffrey würde ich nicht, Jeffrey würde ich gar nicht essen. Das ist auf jeden Fall Jeffrey. Guckt euch ihn an, da, der Typ da mit der Kamera in der Hand. Ich zeig davon den Finger rauf, dass uns einer sieht. Na gut, wir speichern erstmal kurz. Damit, dann habe ich ja wieder volles Leben und von da aus werden wir dann mal kurz zum Waffenshop fahren. Und uns wieder ordentlich ausrüsten. Und ich werde den Party auf jeden Fall diesmal ein bisschen länger machen. Und diesmal auf jeden Fall. Nicht so wie den anderen da, ich glaube Part 72, wie ich erzählt habe. Den mache ich auf jeden Fall länger. Dann mach ich noch eine Mission, aber dann müsst ihr natürlich dabei sein, wie ich jetzt nochmal zum Waffenladen gehe und so. Pech gehabt, haha. So, wir drücken und wir speichern. So, Speicher, leg dich doch mal, Mann, dauert das lange. Mach doch mal hin, mein Freund. So, Eingabe, ja. So, haben wir gespeichert. Der Wecker klingelt immer rechtzeitig, so wie sich gehört. Und Kate ruft auch mal wieder an, die mir total egal ist. Na dann ab mal zum Waffenshop. Und dann werden wir uns aber trotzdem nochmal zu diesem G. Zum G verpinkeln. Wie weit ist denn das jetzt zum nächsten Waffenshop? What the fuck, ey. Boah, doch ist ein ganz schönes Stück. Okay, brauchen wir auf jeden Fall ein Taxi. Taxi-Opa for life, wie gesagt. Ey, der bleibt nicht stehen. Gut, okay, dann vielleicht der hier. Jo, den haben wir. Oh, hat sich an die Tür rangehangen. Okay. Hat nicht viel gebracht, aber er hat mich trotzdem angehalten. Gut, okay, dann fahren wir uns mal bitte zum Waffenshop, will ich. Oh, nehme ich noch eine Weste. We're going to Bismarck. Lade. Super. Here we go. Ja, wir sind da. Kannst du kurz warten, bitte? Ach Mensch, Arschloch. Und die hier nie warten? Ey? Bin ich bescheuert? Ach, hier runter, Mensch. Was mach ich denn? Hey man, this is a clean business. No trouble. Mann, ja, ich will ja kein Trouble machen. Ich will hier bloß so eine Weste kaufen und dann will ich auch schon wieder gehen. Mehr ist gar nicht gewesen. Also, nix Trouble, gar nichts. Und jetzt ein Taxi. Juhu. Nicht überfahren, danke.
Hammer, gell? So, und dann bitte zu Gambetti. Good as gold. Ich hoffe, dass ich die Mission jetzt auch schaffe, ja. Also, das wäre jetzt wieder totaler Fail, wenn ich diese Mission nicht schaffe. Ah. This is it. Thank you. Aber ich schaffe es. Diesmal schaffe ich es. Das ist ja wieder der alte Opa, der wieder so 100 Jahre lang quatscht. Stimmt ja. Mein Gott. Wenn ich aus dem Tee komme. Oh, Nico, good to see you. Nico. How are you, Mr. Gravelli? Good, good. I was just speaking to our mutual friend about you. He said how efficient you were. I like that. Then he mentioned something about a Darko Brevich. What? He did? Yeah, he's located the guy. It seems he wasn't in Switzerland at all, but in Bucharest. He'll be here soon. Good, good. And it seems your Russian friends are getting the message. Some of them. Oh, okay, so... I think it's our turn to do a favor for that mutual friend of ours. Seems some Korean has come into the country and... and is selling money at a discount. You don't need me to tell you that it's all Fugazi. Faker than a pair of Vinewood tits. That's good. Super. Listen. I need you to deal with this. Eliminate the guy. What he's doing is no good for the economy and no good for patriots like you and me. So who is he? His name is Kim Jong-guk. He'll be very well protected. He eats at Kim Jong-guk. Fuck. Ey, hallo, Kine. Kine, Kraftausdrücke hier. Mr. Gravelli, are you all right? Yeah, yeah, I'm fine. Jo, dir geht's auf jeden Fall so aus. So, als wenn's dir gut geht, so. Du siehst auf jeden Fall super aus. He eats at... Yeah, right. Right, he eats at a restaurant called Mr. Fuchs Rice Box. Yeah, and all they're saying... Hoffentlich ist auch nur einer, mein Freund, ja. Also jetzt hier nicht gleich wieder hier eine Million Leute, die da auf uns warten. Aber wahrscheinlich nicht. Das werden wahrscheinlich wieder eine Million Leute sein. So kenne ich das doch. Mach Matsch. So, Taxi. 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 Bleib stehen. So. Super, okay, dann fahr uns mal bitte zum Zielort. Yeah. Und wir, da ist jetzt wieder übelst Stress und so, dass die Mission wieder eine Million Jahre dauert. Das wäre wieder voll zum Kotzen. So, hier ist also die Sushi-Box. Bam, rin hier einfach. Where is Kim? He's upstairs, speaking with the manager. They don't want to see nobody, though. Kim and I are old friends. Kim got a lot of money. He don't need no friends. Get lost! Alter. Sei mal ein bisschen freundlicher zu mir, so vielleicht will ich auch was essen. Und guck mich nicht so beschissen an und zieh ich gleich die Waffe und schieß dir in deinen hässlichen Kopf. You have exactly five fucking... Ey, Alter. Okay. I've got my sight. Lol? Ich hab keine Waffe in der Hand. Keine Waffe in der Hand gehabt. Egal. Ich hab den eigentlich jetzt nur abgeknallt, weil er mich so beschissen angeguckt hat. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier alles abknallen. Aber das war mir irgendwie schon klar, dass es sowieso so kommt. Da oben noch einer? Nee, der ist auch schon tot. Du bist auch tot. Super. Da oben noch einer. Fotzen. Scheiß Fitten, Mann. Weg jetzt hier! Oh mein Gott, nicht als einer. Oh mein Gott. Ich hab nichts gegen Vietnamesen, überhaupt nichts. Aber die sind voll penetrant. Na, komm raus hier. Brauchst dich nicht verstecken. Oh fuck, ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen verstecken hier. Weil wieder irgendwelche Leute hier. Oh mein Gott, wie es am Rauchen ist, war ich das? Okay, da ist keiner mehr. Versuchen wir es doch mal mit der Waffe. Das ist besser.
So, die sind down. Aber Atze Puffy Peng wartet noch auf uns, ja? Also hier, den wir hier sowieso besuchen sollen. Der wartet hoffentlich noch. Wer sonst, wenn, wer unnett, wenn nicht. So, ich glaube, wir sind hier ganz gut auf dem richtigen Weg. Stupid, genau, sieht ziemlich aus, mein Freund. Darf ich ihn trotzdem mal schießen? Bitte. Lass Kimmischen kommen. Achso, fuck. Fuck, 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 wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns verdammt nochmal echt beeilen. Ach du Kacke. Jetzt habe ich wieder. Jetzt bin ich wieder zu forsch gewesen hier. Achso. Ist auch noch einer. Ach, da auch noch. Aus jeder Ecke und Kante hier schießt noch einer. Verdammte Axt, ey. Komm raus da. So, okay. Ja. So, der ist auf jeden Fall noch auf unserer Etage, so wie es aussieht. Autsch! Alter! Tot. Okay, das haben wir nicht. Das können wir nicht mehr schaffen. Ich glaube, die Mission haben wir verkackt. Also, wenn hier kein Medipack irgendwo ist, haben wir verkackt. Und ich sehe keins. Ah, doch, da ist eins. Renn! Geil. Super. Okay, aber das haben wir wahrscheinlich. Lol, okay, da perfekt, du Mundo. Mann, steh auf, du Blödmann. Oh, ey, hüpf doch mal da hoch. Ich drück hier tausendmal auf F. Macht nichts, ey. Fahr los. Lol. Macht der das hier mit Absicht hier gerade oder was? Sich hier beschissen zu anzustellen? Ey, sage mal. Sonst fährt er hier wie so ein Profi mit dem Scheißding. Und jetzt sehe ich hier eine kleine Pissecke. Und der fliegt hier erstmal 3 Meter geschehen. Ach du Kacke. So, den einen haben wir aber auf jeden Fall schon erwischt. Also sein Schütze ist down. Hundertprozentig. Den habe ich direkt gerade in seinen hässlichen Kopf geschossen. So, Bullen haben wir jetzt natürlich auch am Arsch. Wie sich gehört. So, der fährt auch schön langsam. Yeah. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nice, nice. Finde ich super. Oh. Okay, mit diesem schönen Springbrunnen will ich dann diesen Part beenden, wenn wir dann doch den Anruf gehört haben. Jedes Mal das Gleiche. His past is last false bill, Mr. Gravelli. Well done, my boy. This is gonna be a fruitful partnership for us both. Okay, bis zum nächsten Mal in Part 75. Ciao.